Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und heute soll es meinen Monatsrückblick für den September 2013, genau, 2015 geben. Ich war super, super fleißig diesen Monat. Ich habe nämlich 17 Bücher gelesen und einen Manga. Und das waren unsagbare 6647 Seiten im Monat. Ich würde gerade pro Tag sagen, ich bin gerade total verwirrt, weil mir gerade alle Bücher immer runtergefallen sind. Da ich sie versucht habe, für das Thumbnail hochzuheben, war vielleicht nicht ganz so pfiffig. 6647 Seiten pro Monat, also im Monat, sind auf 30 Tage gerechnet 221,6 Seiten pro Tag. Und ich finde, das ist ein ziemlich gutes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass ich wirklich viel arbeiten war. Also ich war ja kontinuierlich... ich habe was im Auge. Jeden Tag... Aua... So, jetzt ist es aus dem Auge weg, aber irgendwie ist es ein bisschen schwummrig im Blick, aber naja. So, wenn man bedenkt, dass ich kontinuierlich jeden Tag wirklich von 6:30 morgens bis 3:30 nachmittags arbeiten war, so viel Zeit ist da eigentlich gar nicht geblieben, da ich auch relativ früh dann ins Bett gegangen bin. Aber trotz alledem habe ich das Ganze irgendwie geschafft und ich bin echt begeistert. Und da es ziemlich viele Bücher sind, würde ich sagen, wir starten jetzt sofort mit dem Manga durch. Den habe ich mir ja schon so oft angeguckt und wollte ihn so dringend und unbedingt haben, dass ich jetzt einfach nur glücklich bin, dass ich ihn mir gebraucht gekauft habe und jetzt auch sofort verschlungen habe, nämlich Kleine Katze Chi, Chi Sweet Home. Das ist der erste Band dieser Reihe und ich finde es einfach nur unsagbar süß und niedlich und alle Katzenfanatiker da draußen würden diese Reihe wahrscheinlich auch total lieben, weil man hier einfach seine kleine Mieze wiedererkennt. Es gibt dazu auch einen Anime, der hat immer nur so 2-3 Minuten, den habe ich mir auch schon angeguckt bis zu der Stelle, wo der Manga endet und ich muss mal schauen, vielleicht hole ich mir jetzt die Tage auch mal den zweiten Band dieser Manga-Reihe. Dann hat mein Lesemonat richtig begonnen mit Schlusstakt von Arno Strobel. Das ist ja sein zweiter Jugendthriller und hier geht es um eine Castingshow, bei der unsere Protagonistin Vicky mitmacht und das ist eigentlich ihr wahr gewordener Traum. Doch bei dieser Castingshow auf der Insel scheint irgendwie etwas gewaltig schief zu laufen, denn eine ihrer Kontrahentinnen wird umgebracht und somit befinden sie sich anscheinend mit einem Mörder auf der Insel und sind abgeschnitten von der Außenwelt. Grundlegend hört sich das ja eigentlich ziemlich genial und cool an und das dachte ich mir auch und die liebe Agathe sagte auch zu mir, oh, du musst es haben und dann suchte sie mir das auch noch als Monats-Must-Read raus sozusagen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut und war dann etwas enttäuscht, weil irgendwie hatte ich mir meinen ersten Arno Strobel ein bisschen anders vorgestellt. Meine Mutter schwärmt nämlich auch unsagbar doll von dem Autor und ich fand irgendwie, dass in diesem Buch kaum bis gar keine Spannung aufkam. Es war irgendwie so ein bisschen, weiß ich auch nicht. Man hat, also Arno Strobel hat anscheinend versucht, einen so ein bisschen irre zu führen. Dabei war es doch sehr offensichtlich, dass es nicht so ist, wie er versucht hat, die Gedanken zu lenken. Und irgendwie konnte mich das nicht zu 100% von sich überzeugen. Ich spiele jetzt mit dem Gedanken, mir vielleicht mal wirklich einen seiner Psycho-Thriller anzutun. Aber irgendwie bin ich mir dann noch so ein bisschen unsicher, weil ich ja doch so ein kleiner Schisser bin. Wobei viele von euch unter meine Rätsel geschrieben haben, dass ich mir das eigentlich gerne antun kann, weil so schlimm, also beziehungsweise blutig sind sie nicht. Ich habe für das Ganze auch 4 Tage gebraucht, weil es mich einfach gar nicht fesseln konnte mit seinen 222 Seiten. Von mir hat es dann 3 Sterne gekriegt, einfach weil ich den Schreibstil an sich gut fand und die Atmosphäre und wie das ausgearbeitet war. Und ja, ich werde das Buch wohl mal meiner Mutter ausborgen, weil die ist ein absoluter Arno Strobel-Fan und mal gucken, was sie dazu sagt, ob sie dann da begeistert oder enttäuscht fand ist. Auch im September gelesen habe ich Muschelherz und Sommerwind. Das Ganze war ein Rätsel-Exemplar vom Verlag und ist geschrieben von Julia Breitenöder. Dazu gibt es auch bereits eine Rezension. Das ist so eine locker leichte Mädchen-Liebesgeschichte. Also man darf hier jetzt nicht, weiß ich nicht, was erwarten. Es ist halt so, es geht um ein junges Mädchen, welches ohne Eltern das erste Mal in den Urlaub fährt und in so ein Sommercamp kommt, auf so einem Bauernhof. Und dort lernt sie dann nette Menschen kennen und eigentlich findet sie ja einen Typen ganz schnuckelig und sie kriegt auch immer Blumen, Gänseblümchen zugesteckt, weil das ihre Lieblingsblumen sind. Doch sie weiß halt nicht von wem und denkt natürlich, dass es der Junge ist, auf den sie auch ein Auge geworfen hat. Ob das schlussendlich so ist oder nicht, das muss man natürlich selber in dieser Geschichte rausfinden. Ich fand es ganz nett, hat von mir 4 Sterne gekriegt, weil ich einfach fand, dass es sehr gut und nett geschrieben war. Man konnte es schnell durchlesen. Ich glaube, ja, ich habe ein bisschen länger gebraucht, weil ich das immer nur so zwischendurch gelesen habe. Aber eigentlich hätte ich das auch innerhalb eines Tages durchlesen können, denn dieses Buch hat auch nur 222 Seiten. Deswegen kostet es auch nur 8 Euro.
Euro. Und ja, es ist halt für jeden, der Lust hat, noch so eine kleine zarte Sommerlektüre so sich zur Hand zu nehmen. September ging dann weiter mit, oh Gott, ich glaube, mir fährt gleich hier der Stapel um. Ich will es nicht schon wieder hoffen. Mit Hades oder Hades, ich weiß nicht, wie man es auf Englisch ausspricht. Deswegen versuche ich es erst gar nicht. Das Ganze ist von Alexandra Adonetto und kommt aus dem Rowohlt Verlag. Ich habe das mit Malle, mit Clary und mit Nicola zusammen gelesen. Und diesen Monat, also im Oktober, lesen wir dann auch Heaven zusammen, damit wir die Trilogie beenden. Ich muss ja persönlich sagen, die Geschichte um Bethany und ihre Geschwister, das sind ja Engel, ich denke, das ergibt sich durchs Cover, hat mir im zweiten Band wesentlich besser gefallen als im ersten, denn der erste war doch relativ seicht und es ist nicht wirklich viel passiert und irgendwie war es mehr eine Liebesgeschichte als ein Fantasy-Roman und der zweite war schon im Vergleich zum ersten wesentlich besser. Ich möchte nicht behaupten, dass es die beste Engelsgeschichte ist, die ich jemals gelesen habe. Ich glaube, das wird es auch mit dem dritten Band nicht, aber es war schon ziemlich gut, hat mir gut gefallen. Ich mochte das, wie die Wendungen kamen und alles und ja, ich bin gespannt, wie der dritte Band sein wird. Das Ganze hat von mir bekommen 4 Sterne für eine solide, gute Leistung, die sich auf jeden Fall im Vergleich zum ersten verbessert hat. Dann habe ich einen wahren Wopper gelesen, der eigentlich theoretisch für 2 Bände zählen oder für 2 Bücher zählen müsste, nämlich Dreams of Gods and Monsters. Und das ist der dritte Teil der Zwischen den Welten-Trilogie, wobei ich ja der festen Überzeugung bin, dass nach Band 3 auf jeden Fall die Möglichkeit besteht, dass noch ein 4. rauskommt, weil das Ganze nämlich total offen endet, also das schon mal vorweggenommen. Mir hat das Ganze lala gefallen. Ich finde, dass die Reihe von Band zu Band irgendwie schwächer wird. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, größtenteils ist das Problem, dass hier viel Blabla um nichts ist. Also es ist mehr heiße Luft als alles andere und dann passiert schlussendlich nicht wirklich viel. Ich will nicht spoilern. Hier wird etwas vorbereitet und irgendwie kommt es dann aber gar nicht dazu. Und eigentlich war die ganze Vorbereitung total für die Katz und das ganze Drama vorneweg. Und ja, das hat mich irgendwie frustriert. Gerade auf fast 800 Seiten hätte ich ein bisschen mehr erwartet, ein bisschen mehr Action und nicht so viel Geplänkel und Gelaber. Das ging mir echt auf den Senkel. Dann wurde am Ende nochmal ein riesen Drama gemacht, weil ja noch irgendwas gemacht werden muss, falls man ja noch einen 4. Teil rausbringt. Auf jeden Fall war das mein Gefühl. Es gibt bestimmt wahnsinnig viele da draußen, die den 3. Band vergöttern und gut fanden. Mich konnte er leider nicht überzeugen, deswegen hat er von mir auch nur 3 Sterne gekriegt oder 3,5, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie so. Schaut euch dazu auf jeden Fall mal meine Reihenrätsel an, dann gehe ich da noch näher drauf an. Jetzt habe ich gerade ein und an verwechselt, ne? Schaut euch auf jeden Fall meine Reihenrezension an und da gehe ich dann näher drauf ein. Oh Gott, total mürbe im Kopf. Danach habe ich einen angeblichen Thriller gelesen, der für mich definitiv keiner war, nämlich Dein letztes Solo. Von keine Ahnung und ich kann es echt nicht aussprechen, aus dem Heine Verlag. Das Ganze hatte ich auch als Rezensionsexemplar gekriegt und darauf habe ich mich eigentlich schon wahnsinnig gefreut. Hier geht es nämlich um eine Ballettschule und um 3 Mädchen, die unbedingt die Hauptrolle im Nussknacker tanzen wollen. Und da spinnen sich natürlich Intrigen und Gräueltaten zusammen, denn jede will die Beste sein, aber es kann nur eine geben. Das fand ich an für sich ja richtig genial. Das hörte sich so ein bisschen Richtung Black Swan an und deswegen wollte ich es unbedingt haben und lesen und leider war ich etwas enttäuscht, denn hier ist nicht viel passiert. Es war sehr aufs Tanzen bezogen, was mir gut gefallen hat, was ich auch sehr hoch anrechne und lobe, denn hier hat man wirklich gespürt, dass es eine Autorin oder zumindest vielleicht auch 2, ich weiß es nicht, aber zumindest eine Autorin gab, die sich auf jeden Fall mit Ballett und den ganzen Sachen auskennt und die da ihre Erfahrungen auch gesammelt hat. Das hat man auf jeden Fall gemerkt. Also recherchiert war das 1A und das fand ich sehr, sehr authentisch, aber irgendwie konnte mich die Spannung nicht überwältigen und es hat mich auch überhaupt nicht emotional berührt, was mit den Charakteren passiert ist, weil ich das so ein bisschen oberflächlich fand. Es kam nicht in die Tiefe und es hat kein Gefühl in meinen Augen rübergebracht und somit habe ich dem Ganzen dann, wenn ich es dann finde, 3 Sterne gegeben, also eine solide, aber keine umwerfende Leistung. Und ja, ich musste nochmal gucken, ob es nicht noch ein 1/2 Stern ist, aber es sind 3. Wie gesagt, schaut hier bei der Rätsel rein, da gehe ich dann näher drauf ein, was dann noch so Sache war und wie, wieso, weshalb, warum, sonst wird das Video nämlich so lang.
Als Hörbuch habe ich auch noch eine Reihe weiter gehört sozusagen. Und zwar Bis zur Mittagsstunde von Stephenie Meyer oder Meyer. Ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen und es erschlägt mich auch schon fast, weil ich so lange gebraucht habe, glaube ich, es zu lesen. Das ist ein bisschen wütend, das Buch. Ja, ich höre ja gerade die Twilight-Reihe als Hörbuch, denn ich glaube nicht, dass ich sie in nächster Zeit zum Lesen zur Hand greifen wollen würde, denn ich habe hier so viele ungelesene Bücher liegen, dass Twilight da echt weit hinten ansteht. Somit habe ich das dann als Hörbuch gemacht und da gefällt es mir wahnsinnig gut. Ich bin jetzt auch schon beim dritten Band und bin mit dem auch schon fast durch. Also ihr dürft gespannt sein. Ich werde bald Band Nummer 4 anfangen und hoffe, dass ich bis zum Ende des Jahres die ganze Reihe beendet habe. Dann fehlt ja nur noch bis zum ersten Sonnenstrahl. Mal gucken, ob ich das dann noch schnell hinterher schiebe. Das ist ja nur so ein kurzes Bändchen. Und ja, der hat mir auch gut gefallen. Ich mag das, wie die Synchronsprecherin das macht. Das ist ja diese Anina oder Annika irgendwas, die auf jeden Fall die Bella auch synchronisiert in den Filmen. Ich mag die Stimme eigentlich ganz gerne und freue mich immer, wenn ich das Ganze weiterhören kann. Ich war auch hier beim Ende ziemlich heiß darauf, wie es ausgeht, denn es ist ja schon anders als die Filme und somit bin ich vollends begeistert, habe dem Ganzen 4 Sterne gegeben und ja, super, mag ich. Dann habe ich mit der lieben Tine zusammen gelesen. Anders, ihr Kanal ist in der Infobox verlinkt, da könnt ihr mal reinschauen. Sie heißt Books Beloved by Tina auf YouTube, wenn ich mich recht entsinne. Ich hoffe, ich sage das richtig. Und wir haben uns überlegt, nachdem wir Start des letzten Monat gelesen haben, schieben wir gleich Anders hinterher, damit wir diese Dilogie abgeschlossen haben. Hat mir auch gut gefallen, wobei ich sagen muss, dass der Anfang echt stark war und das Ende echt schwach war, denn irgendwie war das alles ziemlich durcheinander und hatte gar keinen richtigen Zusammenhang und dann wurde das so schnell abgefertigt und keine Ahnung. Hier geht es ja um diese Welt, wo es nur noch junge Menschen und nur noch alte Menschen gibt und die Älteren können sich die Körper der Jüngeren sozusagen mieten, um dann wieder sportlichen Aktivitäten nachzugehen oder in die Disco oder was weiß ich nicht. Und unsere Protagonistin Cassie, die verkauft ihren Körper sozusagen auch, wird dann aber während dieses Projektes wach, was eigentlich nicht passiert, dürfte und kann mit ihrer Mieterin sozusagen kommunizieren. Und ja, ist eine super Grundidee. Band 1 fand ich auch echt stark, aber der zweite war irgendwie nur noch so wischiwaschi. Und der hat dann auch von mir, ich muss ihn mal suchen, 3 Sterne bekommen. Dann fing es ja bei mir an, dass ich veröffentlichte Bücher von Booktubern gelesen habe. Das erste, welches ich dort beendet habe, war Bronzehaut von Andreas Dutter, dem lieben Brivido Libro. Und ich weiß, dass ich das Buch an sich als Grundidee und allem drum und dran super fand und es mich auch echt gegriffen hat an manchen Stellen. Jedoch muss ich sagen, und das habe ich auch in meiner Rezension getan, weil ich einfach, wenn ich ein Buch lese, es ehrlich bewerte und hier nicht nach Sympathien gehe, denn ich mag Andi von ganzem Herzen gerne, ich vergöttere seine Videos und ich hoffe inständig, dass ich ihn auf der Buchmesse treffen darf. Trotz alledem denke ich, es ist nur fair, wenn ich seine Bücher genauso ehrlich bewerte wie andere Bücher, denn ich habe gemerkt in meiner Rezension, dass es dem einen oder anderen ein bisschen gegen den Strich ging, dass ich gesagt habe, dass ich aber fand, dass die Charaktere nicht ganz so an Tiefe gewonnen haben und mich emotional nicht so berührt haben. Und das ist aber meine eigene subjektive Meinung und ich denke, es ist wichtig, dass ich das ehrlich sage, denn es bringt Andi ja nichts, wenn ich ihm Honig um den Mund schmiere und schlussendlich denke ich mir aber in meinem stillen Stübchen, hahaha, eigentlich hat er überhaupt keine Tiefe in seiner Charaktere gebracht. Ich denke, es ist konstruktive Kritik gewesen und natürlich müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr einen Daumen runter gibt oder nicht und eigentlich denke ich mir dann auch immer so, ja okay, es ist eure eigene Meinung, ihr fandet das halt nicht so gut, aber ich für mich gehe mit reinem Gewissen daran und weiß, dass ich das Buch ehrlich und so bewertet habe, wie es mir gefallen hat und da nicht extra Sterne oder Bonuspunkte verteilt habe, nur weil ich die Person mag. Das nur dazu, das wollte ich auch einfach mir von der Seele geredet haben. Das ist mir auf dem Herzen gelegen, als ich gesehen habe, dass da sehr schnell sehr viele Daumen runter kamen, weil ich mir so gedacht habe, ihr wollt wahrscheinlich ehrliche Meinungen haben und ich denke, ihr habt nichts davon, wenn ich euch sage, das Buch ist super, nur weil irgendjemand das geschrieben hat, den wir jetzt alle kennen. Also beispielsweise, ich würde das für mich auch nicht wollen, wenn ich ein Buch schreibe, dass irgendjemand sagt, ja, das ist super, obwohl er das eigentlich total grottig fand. Und ich denke, so sollte es auch sein und so war es bei dem Buch auch. Ich fand es eine super Idee, das hatte so einen Touch von Anime. Also hier geht es ja um eine Welt, in der 5 Jugendliche
den Elementen zugeteilt werden, beziehungsweise Elemente zugeteilt bekommen. Und sie müssen einen gemeinsamen Krieg bestreiten, denn die Königin dieser Welt hat sozusagen die Vernichtung verschiedener Dörfer eingeleitet. Und das wollen sie natürlich verhindern. Und dazu brauchen sie ihre Elemente. Und ich fand wirklich, das hatte so diesen Hauch von Anime. Man hatte immer so einen kleinen Film vor den Augen, was ich wahnsinnig toll fand. Das hat eine super Atmosphäre gemacht. Jedoch war für mich zu bemängeln, wie gesagt, dass die Tiefe der Charaktere mich nicht emotional berühren konnte. Ich habe keine Nähe zu ihnen verspürt. Und dass ich keine Ahnung davon hatte oder kein Bild davon hatte, wie die Welt genau aussieht. Für mich war das jetzt so ein bisschen asiatisch angehaucht, beziehungsweise so Game of Thrones mäßig, aber das ist nur das, was ich mir selber zusammengedichtet habe, weil ich mir überlegt habe, was Andi vielleicht so im Kopf rumgegangen ist. Wenn ich jetzt Andi beispielsweise mal nicht gekannt hätte, wäre es mir echt schwer gefallen, das zu beurteilen, in was für eine Art von Welt das spielt. Ich finde, da hätte ich mir ein bisschen mehr Informationen gewünscht, genauso wie ich kein Gefühl für Zeit in diesem Buch hatte. Es passierten Ereignisse, aber ich wusste nicht, wie viel Zeit zwischen den einzelnen Ereignissen verstrichen ist, und das hat mich manchmal so ein bisschen rastlos und ratlos zurückgelassen, denn das finde ich schon wichtig, wenn man eine Szene hat, wo etwas passiert und dann passiert etwas anderes und ich weiß aber nicht, waren das jetzt 2 Minuten oder waren das jetzt 3 Tage, die dazwischen verstrichen sind. Das finde ich schon schwierig, weil bei manchen Ereignissen ist es von Relevanz, wie viel Zeit vergeht. Weil manchmal muss man ja bestimmte Dinge sacken lassen, um über sich hinauszuwachsen und sich weiterzuentwickeln. Und wenn jemand erst total deprimiert wäre beispielsweise, das ist jetzt so ein Beispiel, das passiert in dem Buch nicht, und dann keine Minute später auf einmal total selbstbewusst und strotzend und sagt, doch, das mache ich jetzt anders und das kriege ich hin, wäre das schon ein bisschen unrealistisch, weil ja schon ein bisschen Zeit vergehen muss und sich das Ganze erstmal setzen und legen muss und man muss darüber nachdenken und sich reflektieren. Und das waren so meine 3 Hauptkritikpunkte. Deswegen habe ich dem Ganzen dann 3,5 Sterne gegeben, was ich finde, es ist eine solide Leistung, eine super Leistung. Es ist ein angenehmer und toller Schreibstil und ich denke, Andi kann das im 2. Band richtig rocken. Ich bin gespannt, ich habe keine Vorstellung davon, wie der 2. Band ausfallen wird oder was da weiter passieren wird. Ich lasse mich einfach mal überraschen und freue mich jetzt schon darauf, wieder in Andis Welt eintauchen zu dürfen. Weiter ging es mit einer Reihe, die ich ja dieses Jahr unbedingt beenden möchte und ich denke, ihr könnt es schon nicht mehr hören, nämlich House of Night, Band Nummer 10, Verloren. Und ja, das Ganze lese ich ja mit Eileen und Charlie zusammen und eigentlich auch Jenny, aber ich glaube, Jenny ist noch nicht so weit. Ja, mir gefällt's gut. Ich muss wiederum sagen, dass ich das Gefühl habe, dass es langsam nicht mehr in meine Altersgruppe passt, beziehungsweise zu, ja, umgangssprachlich oder zu teenie-mäßig ist. Mir fällt das manchmal auf, dass ich gerade Stevie Rays Sprachweise nicht mehr so zu 100% genial finde. Und ja, ansonsten war hier auch sehr viel Blabla und zum Ende hin wurde echt richtig wieder was, das was passiert ist. Das ist mir im letzten Band auch schon aufgefallen. Ich bin gespannt, ob der 11. und 12. das anders machen, denn es sind die finalen Bände und langsam sollte wirklich pure Action kommen, finde ich auf jeden Fall. Dieses Buch hat von mir 3,5 Sterne bekommen und ja, ist okay. Ich hoffe einfach, dass die nächsten beiden Bände es raushauen werden. Dann ging es weiter mit meinen Büchern von Booktubern und da habe ich gelesen Sommernachtswende von Christelle Zaurini. Das Ganze gibt es bei mir auch noch zu gewinnen. Ich denke, ich lasse das noch bis Mitte der nächsten Woche, also bis zum, was ist denn das? Bis zum 7.10. um, sagen wir mal, 15 Uhr laufen. Dann könnt ihr da noch teilnehmen und danach werde ich das Video auslosen, wer das Ganze gewonnen hat. Das ist so eine Contemporary-Geschichte, so eine Liebesgeschichte mit einem gewissen Anteil von Drama und ja, Schicksalsschlägen. Mir hat das gut gefallen. Ich liebe dieses Cover. Christelle hat da echt ein wunderschönes Cover vorausgesucht. Und ja, es ist einfach ein absoluter Traum. Und ich finde auch das Format, das Christelle beim Self-Publishing gewählt hat, ist super. Denn das ist dieses angenehme Taschenbuchformat, was nicht so widerspenstig ist, wenn man es lesen möchte. Also man kann es gut lesen. Ich finde bei diesen größeren, die sind so hart. Die zerren immer, die wollen immer wieder zusammenklappen, anstatt aufzubleiben. Christelles Liebesgeschichte handelt von Emma, die 5 Jahre nach dem Tod ihrer Mutter sich zum ersten Mal wieder in ihrer Heimatstadt einfindet durch ihre beste Freundin und dort auf Dylan trifft und die beiden ja, kommen sich in einer Nacht näher, müssen dann aber schnell feststellen, dass sie sich von früher kennen
und dass Dylan vom Schicksal gezeichnet ist und einige herbe Schicksalsschläge erleiden musste. Ob die beiden zusammenfinden oder nicht, müsst ihr natürlich selber wissen. Müsst ihr natürlich selber lesen, meine ich natürlich. Das Ganze hat von mir 5 Sterne gekriegt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Doch, nee. Ich weiß es nicht. Irgendwie so zwischen 4,5 und 5. Ich weiß es nicht mehr genau, was ich angegeben habe und in meinem Buch. Das ist irgendwie alles ein bisschen confused hier. Auf jeden Fall hat es mir echt gut gefallen. Es ist echt eine tolle Geschichte. Christelle hat einen wundervollen Schreibstil und alle, die auf diese Contemporary-Geschichten stehen, sollten hier auf jeden Fall reinschauen. Dann ein Buch, von dem ich einfach wahnsinnig enttäuscht war, weil ich mir einfach viel, viel mehr versprochen hatte. Und ich habe mich schon so darauf gefreut, denn es ist auch ein Buch, was auf meiner Sommerleseliste stand und was ich jetzt diesen Monat noch schnell hinterhergehauen habe, nämlich Lieder eines Sommers von Kate Crowley. Und ich hatte mir so viel von diesem traumhaft schönen Buch versprochen. Es soll ja um Musik gehen. Hier geht es um ein junges Mädchen. Wie hieß sie denn nochmal? Um Charlie, die jeden Sommer bei ihrem Großvater auf dem Land verbringt. Und sie versucht sich auch jeden Sommer wieder mit Rose und mit Dave anzufreunden. Doch Rose ist ziemlich mürrisch und kommt ihr überhaupt nicht entgegen. Und Dave scheint sich irgendwie einfach nicht zu trauen. Doch in diesem Sommer ist alles anders, denn sie schafft es irgendwie, sich mit den beiden anzufreunden. Doch es scheint von Rose Seite irgendwie mehr dahinter zu stecken als einfach nur der gute Wille. Was genau es auf sich hat und was die Musik damit zu tun hat, das müsst ihr selber lesen. Ich fand die Songtexte, die hier in diesem Buch waren, echt toll. Die waren super gemacht und super ausgearbeitet und geschrieben. Das hat mir gut gefallen. Die haben auch immer zur Situation gepasst. Aber die Geschichte war ein bisschen verwirrend. Ich wusste nicht so genau, ist das jetzt hier ein Hauch von Fantasy oder ist es einfach eine psychische Erkrankung oder was ist los? Es ist nicht so klar geworden. Der Anfang war echt schleppend. Die ersten 100 Seiten hab ich nur gedacht, oh mein Gott, wenn das so weitergeht, ne? Und das hat nur 271 Seiten. Und ich habe für 100 Seiten, glaube ich, 10 Tage gebraucht. Also ich habe für das insgesamte Buch vom 9.9. bis zum 21.9. gebraucht, für 271 Seiten, und das ist echt traurig. Deswegen hat das Ganze dann schlussendlich, weil das Ende relativ gut war und dann doch eine Tiefe gewonnen hat, von der ich nicht mehr geglaubt hätte, dass sie kommt. 2,5 Sterne gekriegt, aber für mich ein absoluter Flop, der absolute Flop diesen Monat. Der September startete dann durch mit einer weiteren Sommerliebesgeschichte, und zwar Die Nacht, in der wir uns wieder sahen, von Lauren Gibaldi. Das Ganze ist im CBT Verlag erschienen und das habe ich als Rezensionsexemplar gestellt bekommen. Ich hatte ja vorab schon so ein paar Meinungen gesehen, beziehungsweise Thumbnails von Seitengeknister und von Viljas Bücherkanal, und hatte mir schon so gedacht, oh mein Gott, die beiden schienen das ja nicht besonders gut zu finden, und ja, hatte so ein bisschen Panik. Deswegen habe ich meine Erwartungen auch ziemlich weit runtergeschraubt. Aber ich kann stolz verkünden, dass es mir eigentlich doch ganz okay gefallen hat. Es ließ sich auf jeden Fall wahnsinnig schnell lesen. Es war eine Geschichte, von der man natürlich nicht zu viel erwarten sollte, denn hier geht es um ein junges Mädchen, welches nach 8 Monaten ihren Ex-Freund wieder trifft, der sie einfach ohne jedes Wort verlassen hat. Und ja, in dieser Nacht durchleben sie sozusagen ihre erste gemeinsame Nacht nochmal neu. Und ob sie dann zusammenfinden und warum er abgehauen ist, das erfährt man dann in der Geschichte. Ich fand, es war okay. Es war jetzt nicht, weiß ich nicht, was für eine tolle Sommergeschichte, aber man konnte es natürlich lesen. Ich hatte mir natürlich eigentlich auch wesentlich mehr versprochen, weil ich den Klappentext interessant fand. Aber ich war ja zum Glück vorgewarnt und habe da nicht ganz so viel erwartet, wodurch ich das trotz alledem gut fand und 3 Sterne verteilt habe. Daraufhin folgte das Book Circle Buch für den September, und es war kein geringeres als Das Juwel, die Gabe von Amy. Ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht. Dieses Buch hat mich ja total in seinen Bann gezogen, und ich muss auch sagen, ab diesem Buch ging mein Lesemonat kontinuierlich bergauf, denn das waren jetzt alles Bücher, die mir wahnsinnig gut gefallen haben, die im Anschluss kamen. Und es startete wirklich mit diesem Buch hier durch. Ich hätte niemals nie erwartet, dass hinter diesem hübschen, total prinzessinnenmäßigen Cover so eine Gewalt an Geschichte steckt, denn diese Geschichte war einfach unglaublich gut. Ich habe dem Ganzen, wo habe ich's denn, das Juwel, wenn ich denn finde, wo ist es denn da? 4,5 Sterne gegeben. Es war einfach der absolute Burner. Hätte ich niemals nie gedacht. Hier geht es ja um ein junges Mädchen, welches in einer Welt lebt, wo es halt die ganz Armen oder die ganz Reichen gibt, und die ganz Reichen wohnen im Juwel, und sie ist dazu auserkoren, ein Leben im Juwel bei der Herzogin zu führen.
Aber diese erwartet im Gegenzug auch etwas von ihr, was ja ihren Körper betrifft, sag ich jetzt mal so. Und das möchte sie natürlich nicht. Und als sie sich dann noch verliebt, da steht die Welt auf einmal Kopf und sie versucht sozusagen diese ganzen Machenschaften in diesem Palast zu entkommen. Und ob ihr das gelingt oder nicht, das müsst ihr selber lesen. Einfach unglaublich. Also es war brutaler, als ich gedacht hätte. Es war, ja, es war super. Also hat mir gut gefallen. Schaut euch einfach den Hangout an, der jetzt heute kommt. Und dann kommt meine Rezension nächste Woche dazu. Im September ging es mit Monday Club von Christina Kuhn. Das ist das erste Opfer aus dem Oettinger Verlag, meine Güte. Und auch dieses Buch hat mir echt gut gefallen. Hier geht es um Faye und Faye lebt in einem kleinen Städtchen namens Blue Haven und hat ihre beste Freundin Amy über den Sommer die ganze Zeit nicht gesehen, da sie in so einem Leistungsaufbesserungskurs für die Schule ist sozusagen. Und als Amy wiederkommt, ist sie auf einmal wie verändert und wie ausgewechselt und einfach nicht mehr die Alte. Und als Amy dann zu Faye sagt, sie muss unbedingt mit ihr reden und sie abends treffen, macht Faye sich schon wahnsinnige Sorgen und Gedanken darum, was eigentlich passiert ist. Doch aus diesem Treffen wird einfach nichts mehr, weil Amy nämlich am Abend des Treffens verunglückt. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, hat Faye aber das Gefühl gehabt, sie noch ein zweites Mal zu sehen. Aber es kann doch gar nicht sein, dass ein Mensch zweimal sterben kann, oder? Das ist so grob zusammengefasst, die Geschichte. Und ich fand das einfach so wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Und das ist. Da quatsche ich mich jedoch allen Ernstes zu Tode und die Kamera ist ausgegangen und nimmt gar nicht wieder weiter auf. Jetzt muss ich nochmal irgendwie da ansetzen, wo ich eben aufgehört habe. Das Ganze hier ist ein Mystery-Thrill-Buch sozusagen und geht so in die Richtung von Night School. Und alle, die Night School mochten, sollten hier auf jeden Fall reingucken. Und ich würde so gerne schon den nächsten Band lesen oder wenigstens die Talreihe der Autorin, denn die hat sie auch geschrieben. Doch irgendwie ist mein Want-to-Read so voll, dass ich nicht die Möglichkeit habe, diesen Monat auf jeden Fall ein weiteres Buch von ihr zu lesen. Drei Bücher habe ich jetzt noch und da ich das eigentlich eben alles schon einmal gemacht habe, rase ich da jetzt ein bisschen durch. Und zwar habe ich dann noch gelesen, und jetzt liegen die natürlich auch noch falsch rum, weil ich die natürlich schon eben einmal wegsortiert habe, The Perfectionist, Lügen haben lange Beine von Sarah Shepard. Das Ganze ist aus dem CBT Verlag und in dieser Geschichte geht es um fünf Mädchen, also fünf Highschool-Mädchen, die von einem Jungen aus ihrem Jahrgang, nämlich Nolan Hotchkiss, ziemlich zugesetzt, ziemlich schlecht behandelt wurden. Er ist nämlich reich, schön, attraktiv und beliebt, aber auch abgrundtief böse. Und er hat allen fünf Mädchen einmal übel mitgespielt. Und sie überlegen sich in einer Unterrichtsstunde, wie sie ihm am besten aus dem Weg räumen würden, wenn sie es denn tun wollten. So. Und auf einer Party von ihm, da spielen sie ihm einen kleinen fiesen Streich und am nächsten Morgen ist Nolan tot und er wurde so getötet, wie die fünf Mädchen sich im Unterricht ausgemalt haben. Ja, das Ganze geht so in Richtung Pretty Little Liars und hat mir echt gut gefallen. Hat von mir 4 Sterne bekommen. Mein einziger Kritikpunkt war unter anderem, dass es natürlich wieder sehr verwirrend mit den ganzen Namen und Charakteren waren, die hier vorkommen. Ich bin absolut dafür, dass der Verlag oder auch die Autorin immer so eine Map in den Buchdeckel packt, wo die verschiedenen Charaktere aufgeführt sind mit Beziehungslinien, wer wie zu wem wo wann steht, weil das ist echt kompliziert, gerade wenn man 5, 6, 7, 8 Personen hat, die im Vordergrund stehen, da wird das schnell mal unübersichtlich. Als vorletztes habe ich dann noch im September gelesen Together Forever, verletzte Gefühle. Das ist der dritte Teil der Together Forever Reihe oder Serie, wie man es nennen möchte. Hier geht es aber um andere Protagonisten und da habt ihr jetzt auch gerade erst die Rezension zu bekommen. Also wenn ihr neugierig seid, schaut da unbedingt mal vorbei. Ich kann euch so kurz zusammenfassen. Hier geht es um Jen und Colin, die kamen auch im zweiten Band vor, haben aber keine tragende oder große Rolle gespielt. Die waren einfach nur so Nebencharaktere. Und jetzt stehen sie im Fokus und die beiden sind eigentlich schon Freunde seit Kindheitstagen und haben auch beide irgendwie Gefühle füreinander. Doch die Vergangenheit macht ihnen immer wieder einen Strich durch die Rechnung und steht ihnen irgendwie auch im Wege. Und welche Hindernisse sich da ergeben und ob die beiden es schaffen, sie zu überwinden oder doch nicht, das müsst ihr selber lesen. Das ist auf jeden Fall wieder so eine Contemporary-Geschichte mit einem Hauch von Erotik, der aber gut dosiert ist. Von mir hat das Ganze 4 Sterne gekriegt. Es gab den einen Kritikpunkt, dass es so ein bisschen, ja, wie beschreibe ich das? Es gab so die ein oder andere Stelle, die ich nicht ganz authentisch fand und deswegen habe ich mir so gedacht, nee, das würde niemals so, glaube ich, ablaufen.
Und irgendwie fand ich das ein bisschen merkwürdig und deswegen habe ich dem Ganzen dann 4 Sterne gegeben. Und zu guter Letzt habe ich dann noch gelesen ein Buch von meinem Sommersub, nämlich Rosen und Seifenblasen, verliebt in Serie von Sonja Keiplinger. Dieses Buch spielt... Also dieses Buch dreht sich um eine Soap-Opera und die 14-jährige Abby macht sich einfach nur tierisch über diese Soap lustig, denn ihre große Schwester schaut sie wahnsinnig gerne, aber das ist total kitschig und hier geht es irgendwie um eine Adelsfamilie und ja, die Schwester schwärmt für den einen Typen und eigentlich ist er total schmalzig und schleimig und Abby kann einfach nur mit ihrer besten Freundin darüber lästern. Doch eines Tages findet sie sich selber in dieser Serie wieder und ist ein Teil des Ganzen. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, das ist für sie natürlich ein herber Schock, denn eigentlich hasst sie es ja abgrundtief und will gar kein Teil davon sein. Und ja, wie das Ganze zustande kommt und was weiter mit dieser Serie passiert, müsst ihr natürlich selber lesen. Für mich war das Buch einfach das absolute Nonplusultra, weil jeder von uns hatte schon mal eine Serie, die er gern geguckt hat und irgendwie war es witzig, humorvoll, charmant und weiß ich nicht. Es war einfach cool und mir hat es gut gefallen. Ich fand den Anfang zwar ein bisschen holprig, also die ersten 50, 60 Seiten waren so ein bisschen schwierig, aber das hat sich dann sehr schnell gelegt. Deswegen hat das Ganze von mir dann 4 Sterne gekriegt. Ich denke, der zweite Band wird noch viel besser werden als der erste und da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Ich bin noch ein bisschen traurig, dass ich jetzt gerade nicht die Zeit habe, den zweiten sofort hinterher zu lesen. Das Ganze habe ich auch mit der lieben Diana zusammen gelesen. Könnt ihr mal unten in der Infobox gucken, da ist ihr Blog verlinkt. Und ja, schaut hier unbedingt vorbei. Das lohnt sich auf alle Fälle. Es ist so eine, ja, so eine seichte Geschichte, über die man einfach schmunzeln kann, mit der man sich freut und so mitfiebert und irgendwie ist es cool. Also es ist echt genial. So, und das waren jetzt echt viele Bücher. Ich bin jetzt zum Schluss wirklich auch ein bisschen durchgerannt, besonders weil ich das Ganze zweimal drehen musste, das Ende. Ich habe euch beim letzten Mal, glaube ich, gefragt gehabt, welche der Bücher ihr gelesen habt, wie sie euch gefallen haben, was ihr so gelesen habt, wie viel ihr geschafft habt. Und ich bin echt überwältigt, dass ich so viele Bücher geschafft habe. Also es ist unglaublich, ich weiß echt nicht, wie ich das gemacht habe und ich bezweifle, dass ich das im Oktober hinkriege. Das war jetzt auch ein absoluter Rekordlesemonat. Ich glaube 17 Bücher habe ich noch nie im Monat geschafft. Und ja, es ist echt eine Menge gewesen. Das war so ein XXL-Lesemonat jetzt und ich glaube, ihr könnt mich schon gar nicht mehr im Kopf haben. Also wer von euch bis jetzt dran geblieben ist, vor dem habe ich echt Respekt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie viele Bücher ihr geschafft habt oder ob ihr schon was davon gelesen habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!